So, wir haben Ihnen eben mal eine Plexiglasscheibe ausgelasert, die Sie auf die Prüfvorrichtung stecken können und mithilfe derer Sie dann sagen können, wie gut Ihre Feder, Ihre Schenkelfeder ausgelegt ist. Auf der Schablone ist die Sollposition für die Mutter eingezeichnet. So müsste es etwa passen. Wenn Sie den Arm langsam absenken und der Dorn erstmalig auf den Federdraht aufsetzt, also jetzt, sollte der Arm dann senkrecht stehen, und zwar ist der zugelassene Teil hier mit dem Begriff Start gekennzeichnet, innerhalb dessen der Arm waagrecht stehen kann. Wenn es nicht passt, dann müssen Sie Ihre Feder leider noch mal ein bisschen nachbiegen. Und dann können Sie den Arm fallen lassen und den Gütegrad Ihrer Feder bestimmen. Der Gütegrad ist hier mit den Buchstaben A, B, C, D bezeichnet. Meine Feder ist mit der Hand gewickelt. Die hat leider nur den Gütegrad D. Alles klar, dann viel Spaß beim Experimentieren.